Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay von mir Shanks Court. Mit was wir uns heute beschäftigen werden, ist, naja, das typisch, das kennt glaube ich zumindest jeder, außer vielleicht noch so kleine Jüngere. Und zwar, es geht um den Führerschein. Das waren noch Zeiten, wenn ich so zurückdenke. Kurz vorab, ich erkläre euch kurz hier, ich spiele auf der Stadtmap oder so, Standofen. Also ich nenne es zumindest Standofen, wie ihr mittlerweile schon mitbekommen habt. Mit der Ska-H schafft es dabei der Schalldämpfer und das schnelle Magazin oder schnell ziehen. Eins von beiden habe ich auf jeden Fall dabei. 45 zu 4 müsste es ausgehen. Ich habe mein, wenn ich jetzt gerade mal schaue, Blitzschlag, glaube ich. Was habe ich denn? Ja, Blitzschlag, eine Escort-Drohne, weil ich mir sicher bin, dass die Escort-Drohne in meinen Augen besser ist. Und eine Vitol-Einheit habe ich dabei. So, das wird jetzt ziemlich lustig. Ich habe gedacht, das Gameplay wird eigentlich ein bisschen besser. Es sind wieder unnötige Tode drin. Weil ich schaffe mit einem Leben, schaffe ich glaube ich zweimal Vitol. Und der Rest ist reingeschissen bis zum geht nicht mehr. Schaut mal, ich spiele jetzt am Anfang 3 zu 2. Und ich glaube ab dem vierten Tod, ja, 45-4 sind es glaube ich insgesamt. Ab dem vierten Tod sterbe ich gar nicht mehr. Und das müsste eigentlich demnächst, glaube ich, sogar schon. Ja, jetzt habe ich schon drei Tode demnächst, glaube ich. Und das passiert dann einfach gar nicht mehr. Und ich finde es schade, warum ich nicht von Anfang an gleich durchgestartet habe. Und ja, naja, fangen wir mal an. Also ich weiß noch damals, ihr kennt bestimmt das Gefühl. Ach, ihr hockt auf eurem Moped, geschweige denn im Auto, Fahrlehrer nebendran und denkt euch: Oh cool, bald darf ich Auto fahren. Nicht schlecht, oder Motorrad fahren. Die erste Zeit ist immer so wunderschön. Man denkt sich, ja, noch so und so viele Stunden, das Reinhocken, Alter, du hast einfach keinen Bock, da reinzusitzen. Und du denkst dir halt einfach nur noch, Alter, wann ist das eigentlich zu Ende? Weil diese gequirlte Scheiße will ich mir einfach nicht anhören. Aber ich sag mal so, es lohnt sich. Das Leben gibt einen richtigen Sinn. Mal ein bisschen Auto rumcruisen oder so, klar, man ist anfangs noch ein bisschen unsicher oder man übertreibt es gleich vollkommen. Unfälle sind ja meistens auch mit drinnen. Da kann ich ganz kurz erzählen, sobald ihr bei der letzten, sag ich mal, letzten Fahrstunden oder sowas seid, kommt euch da meist bekannt vor, boah, langsam geht der Typ mir so derbe auf den Sack oder die Frau, geschweige denn, was es für ein Fahrlehrer oder Fahrlehrerin ist, geht mir übel auf den Sack. Und ich kann nur dazu sagen, macht euch da keinen Stress, scheiß drauf, das kriegt ihr irgendwann so oder so schon noch hin. Das wird auf jeden Fall definitiv funktionieren. So, jetzt sind wir dann mal eine Portion oder sage ich mal noch eine Prüfung oder einen Tag zum Lernen vor der Prüfung. Und das ist dann das geilste Gefühl überhaupt. Man baut nur noch Scheiße und der Fahrlehrer goscht einen nur noch an. Alter, wie scheiße fährst du? Was machst du? Was ist los mit dir? So war das zumindest bei mir. Ich konnte rückwärts nicht einparken. Ich konnte es einfach nicht. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und wie soll ich erklären? Der hat mir mit mir sogar extra noch eine Fahrstunde mit mir zusammen geübt. Nur das rückwärts einparken. Und der hat die ganze Zeit zu mir gesagt, ich habe es in den 2 Stunden nicht geschafft. Oder in den 2x45 Minuten da. Ich hab's nicht geschafft. Ich ging nicht. Keine Chance. Hör auf. Der sagt, du wirst morgen durchfallen. Ich so, Alter, was ist das für eine Motivation? Habe ich mir gedacht, dieser Ficker, dieser Penner, Arschloch. Aber keine Chance, kann ich nicht ändern. Das ging auf jeden Fall, ging's nicht. Was für ein Aim, Alter. Und nee, wie gesagt, dann waren wir halt so. Ich glaube, 2 Tage davor haben wir das geübt. Ich war richtig verzweifelt. Dann bin ich noch mit meiner Schwester und mit meinem Bruder bin ich dann noch ein paar Runden schwarz gefahren. Auf gut Deutsch, so ein bisschen mit dem Auto. Auf dem privaten Gelände natürlich. Also dann ist es ja eigentlich nicht schwarz fahren. Was natürlich uns gehört hat, dieses Gelände, ist ja klar. Wir machten das heutzutage nicht. Ich gehe sonst immer so nicht auf Feldwegen. Macht das ja nicht. Diese Ironie. Auf jeden Fall war ich dann an meinem Tag der Prüfung eingeschissen bis zum geht nicht mehr. Denk mir, boah, komm schon, Alter. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Alter, hockt so ein Prüfer sich rein. Ey, der war vielleicht, lass mich lügen, vielleicht 6 Jahre älter wie ich.
Haben wir gesagt, Alter, der Ficker, der darf prüfen. Der denkt sich bestimmt, oh, ihr Wichser, ihr seid alle so mit zitternden Knien, Alter, seid ihr richtig gerade so am Einscheißen. Ganz ehrlich, der wird sich halt auch denken, ich war auch mal in eurem Alter. Ey, ich habe den geilsten Fahrlehrer überhaupt gehabt. Ohne Scheiß, wir fangen an zu fahren. Normal geht ja so eine Prüfung bei regulärer Zeit, glaub 40, 45 Minuten. Oder kann auch 35, 30 sein. Auf jeden Fall, ich sag kurz, ich bin im Endeffekt 20 Minuten gefahren. Und ich hab mir dabei gedacht, Alter, gegen Ende, das kann nicht sein. War ich so scheiße oder was? Nee, das darf nicht sein, das kann nicht sein, das ist so bescheuert. Auf jeden Fall sind wir losgefahren. Ich mir gedacht, oh Gott, und dann sagt so, ja, bitte fahr rechts oder fahr halt geradeaus, je nachdem, was er halt gesagt hat. Und dann ging es schon los. Es ging. Wir sind durch so eine 30er-Zone. Auf einmal sagt er, Achtung, aufpassen, da ist eine 30er-Zone. Ich so, okay. Ich so, lol. Ich so, warum sagt er mir alles vor? Ich so, ja, das habe ich gesehen. Der so, ja, ganz gut, ganz gut. Oh, wie toll und so. Der so, ja, hast du gut gemacht und so. Komm aus der 30er-Zone. Achtung, ihr hört die 30er-Zone auf. Also so kein rechts vor links mehr. Bin auf der Vorfahrtsstraße. Ich so, okay. Ich so, ja, laut Schildern passt schon. Ich so, warum sagt der mir alles ohne Scheiß? Der hat mir jeden Scheiß hat der mir vorgesagt. Ich dachte, ich glaub nicht, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Das glaubt man nicht. Ohne Scheiß, brutal. So, dann kommt die Krönung. Bist so in der 50er-Zone und rechts waren so Parkplätze. So gestrichelt die Linien. Ich so, oh nein, ich so, Scheiße, ich hab keinen Bock. Ich so, jetzt muss ich bestimmt rückwärts einparken. Der so, ja, suchst einen Platz, wo du einparken kannst. Alter. Da war kein einziges Auto gestanden. Ich so, vorwärts, rückwärts. Der so, siehst du denn ein Auto stehen? Ich so, nein. Der so, also, dann fahr halt so, wie du parken willst. Ich so, okay. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Ich bin ganz normal vorwärts reingefahren. Und ich dann so, und das passt jetzt. Der so, ja, das passt alles. Kannst du bleiben. Kannst wieder losfahren, mach deinen Blick nach hinten, guck in den Spiegel und fahr wieder los. Ich so, lol. Ich so, was habe ich für einen Prüfer gehabt, Alter? Dann sagt er, wir sind vielleicht gerade noch so eine 70er-Zone oder ganz kurz Landstraße gefahren. Das war nicht viel, wir sind vielleicht 10 Kilometer gefahren, wenn überhaupt. Wir haben halt ziemlich lang gestanden noch beim Parken. Ich so, Alter, was ist das? Gut, hab mir nichts dabei gedacht. Der so, ja. Gleich ganz plötzlich hat er gesagt, wo wir dann fertig waren, ja, fährst mal wieder zurück. Ich so, fuck. Ich so, Alter, jetzt steckt der Stift an der Ritze hinten. Alter. Ja, ich dachte, ich so, fuck, nachts. Ich hab immer, du guckst so auf die Uhr, während dem Fahren guckst du auf die Uhr unten dran und denkst dir einfach nur noch, Alter, das kannst du jetzt nicht gewesen sein, oder? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Fuck, 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 was hab ich mir gedacht? Ich so, scheiße, was hab ich für ein Scheißbock? Ich so, Alter, habe ich nicht geguckt. Das stimmt, es war einmal eine scheiß Situation in der 30er-Zone. Da war eine Frau mit Fahrrad, die ist aber schon gut 25 gefahren. Ich habe sie trotzdem überholt und ziemlich lange gebraucht. Und da habe ich mir gedacht, boah, fuck, das war ein Fehler. Weil ich hätte sie eigentlich nicht überholen müssen, weil Geschwindigkeit war ja eigentlich fast da, aber ich habe sie trotzdem überholt. War so auf 34, 35. Egal, habe mir nichts dabei gedacht. Fahren wir zurück. Ich so, Alter, mein Fahrlehrer guckt mich an, als hätte ich voll den Scheißwort. Ich so, fuck, war ich so scheiße oder was? Okay, nichts dabei gedacht. Weiter ging's. Ich bin kurz weggegangen und er sagt, haben Sie Ihren alten Führerschein dabei? Ich so, ja, wieso? Der sagt, ja, geben Sie mal her, wir tauschen jetzt. Ich so, heißt es, ich habe Bestand? Der so, ja, krieg ich schon ein Servus von dir. Und dann geht's los, dann kann ich wieder weiterfahren. Ich so, Alter, was geht? Ich so, ich habe Bestand, ihr Ficker, Alter. Ich mach die Straße und sie pflanzt Gummibäume. Alter, dann ist mein Fahrlehrer ja nach Hause gefahren, weil der das Fahrschülerschild dann runtergemacht. Ich war da schon 18, nicht begleitetes Fahren. Und dann sagt er so, wieso bist du in der ganzen Zeit nicht so gefahren in meiner Fahrprüfung, also in meinen Fahrstunden? Ich so, keine Ahnung. Der so, dann wäre ich schon lang fertig gewesen. Ich so, okay. Ich habe mein Leben auf jeden Fall um die Hälfte vergeudet dort. Ohne Scheiß. Strengt euch an, umso schneller seid ihr auch fertig. Man kann immer mit dem Fahrlehrer schwätzen. Man sieht ja selber, ob du es drauf hast oder nicht. So, das ist mittlerweile mein zweiter VTOL, der jetzt gerade abgeknallt wurde. So, also, macht euren Führerschein und so. Wird schon klappen. Danke fürs Zuhören. Das Gameplay ist zu Ende. Ihr werdet weiteres von mir hören. Auf jeden Fall. Macht's gut. Danke. Ciao.